Jo, und damit herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Retro-Game, ein Retro-Browser, Browser-Game, so. Weil, ja, ich habe hier schon angedroht, nach diesen Lego Aqua Raiders, dass ich dann noch so, ja, ungefähr vier Spiele spielen werde. Diese vier Spiele sind die Spiele, die mir damals auch auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht haben, das weiß ich noch, als Kind. Habe ich auch unheimlich gerne gespielt, auch mehrmals. Und das war sogar so eine Reihe, irgendwie so vier Teile waren das. Und ich habe vor, das dann quasi auch ja, in der Reihenfolge zu spielen, wie ich die Spiele eben damals gespielt habe. Und genau, das machen wir jetzt definitiv auch. Und ja. Das war irgendwie, ich glaube, 1989 gab es irgendwie so eine Lego-Serie mit einem Abenteurer namens Johnny Thunder oder so. Das nennt sich halt Johnny Thunders Abenteuer. Das ist halt der erste von vier Parts und ja, jedes dieser vier Spiele wird dann quasi eben ein Part einnehmen. Die Spiele gehen jetzt auch nicht, wer weiß wie lange. Ja, das ist halt der erste von vier und ich weiß, mir haben alle vier Spiele Spaß gemacht. Und das war halt nicht nur so wie bei Aqua Raiders, reines Kämpfen, reines Schießen. Da waren auch so ein paar kleinere Rätsel, meine ich zumindest. So ein bisschen, ja, unterschiedliches Gameplay, sage ich mal. Und ja, ich denke, das ist dann insgesamt auch jetzt rein qualitativ betrachtet besser als Aqua Raiders. Ja, aber ich schlage vor, wir starten und ein direkt aus dem Spiel. Und wir selbstverständlich auf hart. Ich will das immer richtig schön hart, ne? Ja, und dann starten wir einfach mal. G'day. This is the international operator. I have Dr. Kilroy on the line. Put him through. Thunder, Kilroy here. Hope your bags are packed. What's your game, mate? A mysterious tomb has just been unearthed deep in the Egyptian desert. Mysterious, eh? Blood-curdling noises are coming from the tomb. It is believed a restless mummy haunts the tomb, and anyone entering will meet a dreadful end. Who knows what hidden secrets lay inside the tomb? A mummy and a mystery. Ace! Why, that's as good as gold. Things have been a bit boring lately. Miss Pippin, Reed and I are as good as there. See you in a jiffy. Okay, ich habe damals schon als Kind nichts verstanden, worum es geht. War mir aber irgendwie egal. Mehr oder weniger habe ich es ja trotzdem verstanden. Ja, aber auf jeden Fall geht es wohl irgendwie darum, um eine restlose Mumie und ja, mehr müsst ihr nicht wissen. Geht ja hauptsächlich ums Gameplay eigentlich. The excavation site has been deserted. That sound is enough to send moth people running. I don't know. Sounds like an invitation to me. Let's give it a whirl. Okay, jetzt können wir uns anscheinend selber aussuchen, wo wir hingehen. Stimmt, da war ja was. Keine Ahnung, gehen wir einfach mal dahin, ne? Ja, weiter. Okay, jetzt können wir noch da rein. Aber nö, wir gehen einfach immer noch weiter. Und wir gehen immer noch weiter. Und wir gehen immer noch weiter. Können wir denn noch da rein? Nö, sieht nicht so aus. Okay, anscheinend kann man nur bis dahin. Nee, aber da kann man tatsächlich nicht rein. Ja, gut, keine Ahnung. Gehen wir erstmal in das Loch, ne? Mich auch schon nicht mehr dran, so genau erinnern, was wo war. Turn back, friends. Ja gut, scheint hier nichts zu sein, ne? Dann können wir direkt wieder weitergehen. Oder anscheinend können wir auch dahin. Ach so, nee, können wir nicht. Na gut, dann gehen wir einfach bis zum Steintor und dann öffnen wir das. Keine Ahnung, warum man da in dieses Loch konnte. Jetzt gehen wir erstmal hier rein.
hört sich so an, irgendwie, wenn ich auf der Toilette bin, aber jetzt müssen wir uns ja erstmal entscheiden. Keine Ahnung, gehen wir jetzt mal da rein. Dead End. Also nicht hier. Ja, es bin eindeutig hier, ich auf der Toilette, ganz klar. It's the mummy. He's alive. And trying to tell us something. What is it? Okay, anscheinend wundern die sich gar nicht, dass er einfach eine Mumie ist. Was soll ich jetzt machen? Sieht aus wie ein Rätsel. Ah, wahrscheinlich was hier nicht zu sehen ist, soll man anklicken. Okay, ich sehe einen Büffel. Ich sehe so ein Ding. Ich denke mal, das soll ein Korb sein, denn würde der auch zu sehen. Ein Stab ist eher Schlange dann halt. That's it. The golden snake statue is missing. Ah, yes. The mummy cannot rest until the magical golden snake is returned. I recall reading that someplace. Maybe the clues to where we can find the statue are in this very room. Well, something is definitely up with those tomb scarabs. Ha, they've gone bananas. Let's put them back in their places and see what happens. Was sind das für komische Käfer mit dem Busan? Achso, genau, ich glaube, man musste die irgendwie in so eine Reihenfolge da. Genau, das ist quasi immer übereinstimmt mit den Mustern. Ja, gut. Sollte er. Oh, okay. Die sind nach der Zeit auch wieder frei. Ich verstehe, muss sich also sogar beeilen. Kann sich dann nicht, wer weiß, wie viel Zeit zulassen. Okay, das ist nicht so einfach, wie ich dachte. So, aber gut, ich hab's ja hart gewollt, ne? Ist ja klar. Oh Mann. Ja gut. It's a hidden snake den. Perhaps the golden snake is in here. Dann gehen wir mal da rein. Here goes nothing. Oh, Hilfe. Au, Mann. Was soll ich denn machen, Mensch? So, genau. Erstmal help. PC control. Use. Ah, Control. Okay, gut, dass hier eine Erklärung ist. Johnny, grab the rope. Hey. Ey, sag mal. Habe ich auch unendlich viel Leben oder bin ich dann irgendwann tot? Ah, man kann die nur einfangen, wenn die sitzen, quasi. Take that. Und warum muss ich die jetzt eigentlich einfangen? Habe ich eigentlich damals nicht erfragt. Schon. Ja. Aber irgendwie ist das, erinnert mich das tatsächlich so ein bisschen an Indiana Jones für Arme. Ich meine, wenn man hier sterben kann, ist natürlich die Herausforderung nochmal um einiges größer. Das weiß ich ja eben nicht, ob man hier sterben kann nach einer gewissen Anzahl an Bissen. Nichts wie weg hier. Autsch. Ah, okay, ich verstehe. Wenn man gebissen wird, dann wird das quasi abgezogen. Dann ist man quasi wieder bei Null einfach. Von den Schlangen, die man gefangen hat. Verstehe. Okay, dann ist das doch ein bisschen schwieriger. So. Eine coole Musik wäre da eigentlich nicht schlecht zu. Die das Ganze ein bisschen spannender macht. Okay, man muss also hier gedrückt halten, um nicht loszulassen. So, eine fehlt noch. Ja, sehr schön. Well done, Johnny. You captured the magical golden snake and it is transformed back into the statue. Let's get it back to the mummy, so he can catch some Z's. Here you go, mate. Schmoozen. Sweet dreams. I hope he doesn't snore. Oh, I can't wait to write about this for the museum. But who's gonna believe it? I'll take a picture for World Magazine. Tja. Good work. Man muss also einem Toten einfach nur irgendeinen Wertgegenstand geben,
den er damals zu Lebzeiten hat, und dann ist er schon glücklich und kann dann doch ruhen in Frieden. Ja, gut, war jetzt tatsächlich nicht der stärkste Teil der vier. Aber die anderen drei, die fand ich dann schon richtig stark. Also das hier war meiner Meinung nach der eher schwächste Teil der vier. Aber mein Gott, er war ja auch ziemlich kurz, ne? Ja, die anderen. Ach nee, stimmt. Ich glaube, ich hatte damals The Quest for the. Wie nenne ich das? For the Golden irgendwas zuerst gespielt. Das war, glaube ich, das zweite. Genau. Das erste Spiel, was ich damals gespielt habe, habe ich so gefeiert. Ja, gut. Aber mein Gott, ist ja egal, ob ich jetzt das so chronologisch spiele oder nicht. ja, auf jeden Fall dann. Ja, schaltet dann gerne wieder ein zum zweiten Part von Johnny Thunders Abenteuer. Und ja, bis es soweit ist, würde ich dann auch hier, wie immer, sagen: Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.